Stellen Sie sich vor, ein himmlisches Wesen erscheint bei Ihnen und sagt zu Ihnen Folgendes. Darauf kommt dann Ihre erste emotionale Reaktion. Das himmlische Wesen erscheint und sagt, du kannst alles haben, was du willst. Absolut alles. Manche erschrecken zu Tode bei dem Gedanken. Dann kommt eine Stimme in ihrem Inneren und sagt, so ein Scheiß. Ich und alles. Und jetzt notieren Sie, wenn Sie dem Wesen glauben, dass Sie wirklich alles haben könnten. Was würden Sie denn so wollen? Was würden Sie sich denn wünschen? Sie haben 2 Minuten Zeit, sich das zu überlegen. Und Sie notieren als erstes Ihre allererste gefühlsmäßige Reaktion, so Sie sie in Worte fassen können. Wenn Sie Probleme haben, sie in Worte zu fassen, dann machen Sie vielleicht 3 Minuszeichen für ganz schlimm oder 3 Pluszeichen für ganz toll oder wie auch immer. Aber versuchen Sie in irgendeiner Weise, Ihre allererste Reaktion zu der Frage, die ich Ihnen stelle, diese Situation, die ich Ihnen schildere, zu notieren. Und dann gehen wir erst auf den Inhalt der Situation ein. Zunächst geht es nur um den Bauch, dann um den Kopf. So, Sie haben jetzt irgendwas aufgeschrieben. Jetzt erhebt sich die Frage, ist das, was Sie notiert haben, eher materieller Natur? Oder hätte es möglicherweise einen spirituellen Nutzen? Wenn Sie mal an Ihre Seele denken, falls es sie gibt. Wir werden unterscheiden zwischen dem kleinen Ich oder dem Ego. Wenn wir Selbstwertgefühl sagen, müssten wir eigentlich sagen Ich-Wertgefühl. Und das kleine Ich in uns, das will materielle Dinge grapschen, will sich behaupten, will Recht haben, rechtfertigt sich, das kann zum Beispiel hassen. Und das höhere Selbst, Seele, was immer Sie wollen, ist anders gelagert. Und Sie werden eine Literaturliste bekommen, da finden Sie 2 Namen, nämlich Thomas Schaarch und Robert de Robb. Die sprechen beide in sehr interessanten Büchern über die Spiele des Lebens. Thomas Schaarch ist ein amerikanischer Psychiater und sagt, wir brauchen Spiele. Ohne Spiele keine Ziele. Besser ein schlechtes Spiel als keins. Denn wenn wir kein Spiel haben, dann gehen wir quasi mental vor die Hunde. Das sind dann die Leute, die er dann in der Klinik begrüßen darf. Die Frage ist aber, welche Art von Spielen spielen Sie? Spielen Sie Objektspiele oder Metaspiele? Bei den Objektspielen geht es um materielle Objekte, materielle Dinge, um Ruhm, Reichtum im üblichen Sinne, um materiellen Erfolg. Bei den Metaspielen geht es um Spiele, die einen spirituellen Nutzen haben. Materielle Spiele sind zum Beispiel, das beschreibt Robert de Robb dann, ist dann seine Interpretation, da gibt es das Spiel Schwein am Futtertrog. Möglichst viel in sich hineinfressen, andere notfalls zur Seite stoßen, immer Hunger haben. Und komischerweise nützt das Fressen nichts, weil man ja wieder Hunger kriegt. Das ist, wenn Sie so wollen, Fast Food für die Seele. Und befriedigt nicht. Und darum muss man ständig neue Ziele formulieren und ständig weiterschauen, wie man an dem Futtertrog zurechtkommt. Dann gibt es das Spiel Hahn auf dem Mist. Ruhm um jeden Preis. Lieber ein bekannter Terrorist sein, als ein unbekannter Niemand. Das sind die Leute, die für gute PR-Beziehungen sorgen. Großteil ihrer Energien damit verbraten, wie sie dafür sorgen können, dass die Kunde von ihnen in die Welt getragen wird. Es gibt natürlich dann immer Mischungen auch, ist klar. Jetzt stellen Sie nur mal so in den Raum. Das gefährlichste und das tödlichste aller Spiele heißt Moloch. Moloch, das Wort verwenden wir heute oft falsch. Wir sprechen von den Großstädten als Moloch. Und dann meint man, das ist eine Konglomeration von vielen Gebäuden. Das ist nicht die Bedeutung von Moloch. Moloch war ein Gott, dem man seine eigenen Kinder geopfert hat.
Das war das, was in alten jüdischen Traditionen gestoppt werden sollte mit der Geschichte von Abraham und Isaak. Nach dem Motto, Gott will das Kind nicht mehr, nimm den Widder. Stattdessen Tieropfer reichen. Damit hat man diese davor gebräuchliche Weise, die eigenen Kinder zu opfern, stoppen wollen. Und dieser Gott, der das gefordert hat, hieß also im Mittleren Osten Moloch. Bei Moloch geht es um Siegen um jeden Preis. Und bei Moloch verheizen wir aber Tausende von jungen Männern, die wir in eine Uniform stecken, damit sie unseren Sieg erringen. Wir sitzen natürlich irgendwo weit hinter der Front und steuern das Ganze nur. Das ist also das tödlichste aller Spiele. Und Sie sehen im Auto, auf der Autobahn, eine ganze Menge Moloch-Spieler. Sonst hätten wir nicht so viele tödliche Unfälle. Ich schätze mal, 70% der Autounfälle, die wir haben, sind eine Mischung aus Moloch und Hahn auf dem Mist. Von Leuten, die am Futtertrog sich so satt gegessen hatten, dass sie dicke Autos fahren, in denen sie ein phänomenales Sicherheitsgefühl haben. Und der Rest der Welt ist dann unerheblich geworden. Das sind Objektspiele. In der alten indischen Tradition der Brahmanen war es so gewesen, dass man vier Lebensphasen durchschritten hat. Die erste war die, bis sie geboren wurden, haben sie eine gewisse Entwicklung durchlaufen und dann kommt eine materielle Phase, in der man eben die Welt kennen und erforschen lernt und auch zum gewissen Teil sie im Griff haben will, sie manipulieren will, alles schön und gut. Dann gründet man eine Familie, dann werden die Bedürfnisse etwas sozialer, das ist ein ganz wichtiges Spiel. Eine Familie, das sitzt hier so zwischendrin, Familie gründen und aufziehen. Und dann hat der Mann, das galt früher nur für die Männer, so im Alter von 50, 55, wenn die Kinder groß waren, sich von der Familie verabschiedet und hat sich seiner Seele zugewandt, dem Rest seines Lebens. Das heißt, er ist jetzt ein Metaspieler geworden. Das heißt, dieses Modell geht nicht davon aus. Erstens einmal, jeder kann machen, was er will. Wir fällen hier keine Werturteile. Zweitens geht es nicht davon aus, dass es sinnvoll ist, dass jeder 19-Jährige Metaspiele betreiben will. Aber die Frage ist, wie lange wollen wir ein Objektspieler sein, wenn wir überwiegend im Objektbereich tätig sind? Können wir es etwas verschieben, vielleicht 10% mehr im spirituellen Bereich? Wir werden noch darüber sprechen, dass perverserweise, wenn Sie spirituell gut drauf sind, der materielle Reichtum zu Ihnen hingezogen wird. Ja, also ein Satz, den ich seit Jahren sage, was Service angeht, wenn Ihr Hauptziel ist, weil Sie den Kunden lieben und achten und respektieren, dem Kunden eine gute Leistung zu bieten, kommt die Kohle von alleine. Wenn Sie aber überwiegend Kohle machen wollen, steht das wie eine Wand zwischen Ihnen und dem Kunden und der sieht nur die Mauer mit den Dollarzeichen drauf. Und das spürt er natürlich. Also, wenn Sie sagen, ich möchte aber schon einen gewissen Reichtum materieller Art, warum nicht? Die Frage ist nur, ob der Weg, den wir gehen, der optimale ist. Wenn da Sahne auf dem Kuchen ist und Sie entscheiden sich für einen eher spirituellen Kuchen und haben als Sahnehäubchen dann ein zweites Haus oder weiß ich was drauf oder eine Yacht, die Sie wollen, was ist dagegen einzuwenden? Okay. Und diese Metaspiele sind Spiele, da geht es um Wissen, um Weisheit, da gibt es das Religionsspiel und so verschiedene Varianten. Das ist so ein bisschen was mehr für die Seele und das hier ist mehr das kleine Ich. Und deswegen die Frage, wo sind wir gelagert? Sie haben also die Frage bekommen nach dem himmlischen Wesen. Sie können alles haben, sind möglicherweise zu Tode erschrocken und haben dann aufgeschrieben, was Sie haben wollen. Gucken Sie nochmal, was haben Sie geschrieben. Es ist ja sehr stark objektorientiert oder scheint da schon was Spirituelles mit durch. Ordnen Sie sich da mal ein bisschen ein und das wäre etwas, worüber Sie spätestens alle halbe Jahre einmal nachdenken könnten. Jetzt kommt ein ähnliches Gedankenexperiment von Dr. Robert Anthony. Das ist der mit dem gegenpoligen Namen zu Anthony Robbins. Dieser Mann heißt Dr. Robert Anthony. Die zwei kann man am Anfang leicht verwechseln. Nicht aber von der Art, wie sie schreiben, obwohl sie sich ergänzen wie zwei Puzzlestücke. Und er stellt Ihnen auch eine Frage, über die Sie mal kurz reflektieren. Er sagt, sagen Sie sich jetzt innerlich, und das, was ich gleich sagen werde, das tun Sie jetzt innerlich, 2-3 Mal, mit voller Überzeugung vor Ihrem inneren Ohr aussprechen. Oder Sie versuchen es zumindest. Mit voller Überzeugung sagen Sie innerlich nach, was ich gleich sagen werde, auf sich selbst bezogen. Okay, sind Sie startbereit?
Sagen Sie sich innerlich, ich weiß, dass wer ich bin, vollkommen ist. Ich weiß, dass ich bin, vollkommen ist. So. Werfen wir mal einen Blick in eine bestimmte Art von Märchen. Es gibt Märchen, da wird jemand verzaubert, und zwar geht es um den bösen Zauber, um schwarze Magie in dem Fall. Da wird der Prinz zum Frosch oder der Prinz zum kleinen Muck oder weiß ich was. Ich nehme an, Sie alle kennen solche Geschichten. Überlegen Sie sich doch mal bitte, was sind die gemeinsamen Nenner dieser Märchen? Also irgendwer wird von einem bösen Zauberer oder einer bösen Hexe verhext, verzaubert, lebt dann in dieser anderen Gestalt und am Ende des Märchens passiert in der Regel was. Und diese Diskussion führen Sie bitte mit Ihrem Sitznachbarn. Und zwar von außen gehend bilden wir Paare. Das heißt also die zwei, die zwei, die zwei, die zwei, die zwei. Ui, das ist ja doch eine gerade Zahl geworden, Wolfgang. Auf beiden Seiten? Ja, super. Also, paarweise unterhalten sich mit dem Sitznachbarn oder der Nachbarin. Gemeinsamer Nenner, wo wer verzaubert und am Ende vielleicht erlöst wird. 3, 4 Stichpunkte, was ist das Gemeinsame an allen diesen Geschichten? 2 Minuten lang. So, wenn Sie den Gedanken jetzt mal etwas beiseite legen, ich wollte, dass Sie völlig unbefangen darüber reden können. Wir kommen später drauf.